Und damit hallihallo und herzlich willkommen hier auf ÖPNV-Simulation. Ich bin's, der Bier, begrüße euch und freue mich, dass du wieder einschaltest hier zu einer weiteren Folge um Sie 2. Wir sind heute auf der Linie 23A unterwegs hier in Wien. Ihr hattet ja gefragt gehabt, ob wir nicht mal hier die Wien-Strecken hier abfahren können. 24A hatten wir jetzt in der letzten Folge und in dieser Folge wird es dann die 23A. Diese Fahrt ist allerdings noch kürzer. Das ganze Addon kostet 25 Euro, könnt ihr auf Steam kaufen oder bei unserem Partner Games Planet. Und das Ganze wurde natürlich erstellt von ViewApp, die natürlich jetzt unter anderem ja, den Tramsim-Simulator entwickelt haben. Die haben nämlich damals für OMSI 1 schon diese DLCs gebastelt, haben das Ganze nochmal konvertiert für OMSI 2 und dementsprechend dann nochmal verkauft. Und wir wollen uns jetzt angucken, ob sich das überhaupt lohnt, 50 Euro für zwei Linien und insgesamt glaube ich, drei Busse irgendwie zu bezahlen. Ja, also das müsst ihr natürlich dann dementsprechend selbst sehen. Aber Achtung, hier sei gesagt, wir zeigen hier nicht die Busse, denn ich bin der Meinung, die Busse taugen aus diesem DEC leider überhaupt nichts. Wir fahren heute mit dem Setra 415 NF mit der Solotür vorne. Ich finde den eigentlich ziemlich passend. Ne? So ein kleiner Busschuh, so ein bisschen schnuckelig. 59 Fahrgäste passen hier rein. Letztes Mal war es schon ein bisschen knapp. Hoffen wir mal, dass es diesmal ein bisschen besser klappt. Und ja, ich würde sagen, das war's. Wir springen erstmal rein und starten jetzt soweit erstmal den Bus. Auch hier gibt es natürlich wieder das Problem. Ach, guck mal hier, das kennen wir natürlich auch. Das ist natürlich cool. Ne? Hier das mit dem Blinklicht, das kennen wir aus Tramsim. Ne? Wie das Ganze immer hin und her wackelt oder hin und her. Aber wir haben eigentlich noch 7,5 Minuten. Wollte gerade sagen, wir haben eigentlich noch 7,5 Minuten. Du bist zu früh. So. Liniekurs 023. Route 01. Falsche Route. Das lese ich gern. Also 02300 und wir sind jetzt Route 01 und da passt es. Wir fahren nämlich vom Kagraner Platz nach Hausfeldstraße. 15 Minuten, wie gesagt, ist nicht so lang. Ich weiß gar nicht, hat der hier einen Fahrplan drin, der Bus? Ja, da oben haben wir, also ihr seht, es ist sogar noch kürzer als das, was wir in der letzten Folge schon hatten. Das ist natürlich immer so eine Sache, ja, wo ich mir immer so frage, so, dafür 25 Euro, das ist natürlich Geschmackssache, muss natürlich jeder selbst wissen, wer es natürlich super realistisch mag. Weiß ich nicht, ich komme nicht aus Wien, kann natürlich dementsprechend nicht sagen, ob es da jetzt so aussieht oder so ausschaut. Ja, also falls da jemand von euch dabei ist, der natürlich hier Stellen wiedererkennt, der kann natürlich hier dort mal Bescheid geben, ja, ob das Ganze so passt. Andere Sache halt noch dazu, muss man sagen, dass hier eine Mod-Community gerade dran sitzt und das Ganze auf dem aktuellen Stand bringt hier mit Wien. Und leider gibt es dazu aktuell noch keine neuen Infos, dass man hier irgendwie sagen könnte, ja, okay, das kommt dann und dann oder irgendwie, also kein Release-Termin oder tja, neue Bilder, die man hätte in den ÖPNV-News packen können. Aber, dass eins entwickelt wird, das ist natürlich kein Geheimnis, da kommt irgendwas, aber ihr braucht dann dementsprechend natürlich auch die DLCs höchstwahrscheinlich dazu. Also, ja, natürlich passend für euch, um zu gucken, wollt ihr euch das kaufen oder lasst ihr das Ganze lieber. Wir starten mal den Motor und ja, ich würde eigentlich sagen, dass wir dann schon fast vorziehen. Machen jetzt hier noch schnell die Beleuchtung an, so wie es halt gehört. Wir haben mal hier die Heizung ein bisschen wärmer pusten. So, okay, nicht so laut. Ja, so. Hauen den Vorwärtsgang rein, der ist drin. Handbremse raus und ein bisschen vorziehen. Und da laufen sie schon los, die werten Herrschaften. Und wir können dementsprechend, yes, die Türen aufmachen. Tag. Guten Tag. Ja. Grüezi. Tag. Guten Tag. Grüezi. Grüezi. So, wir haben natürlich noch 5 Minuten, die werden wir jetzt natürlich ein bisschen vorspulen, weil wir wollen natürlich die Folge jetzt auch nicht 2, 3, 4, 5 künstlich in die Länge ziehen. Muss natürlich nicht sein. Aber ihr seht, wir sind eigentlich gut gefüllt. Wir können losfahren. So, Kagraner Platz hatten wir jetzt hier in der letzten Folge unsere Endhaltestelle. Jetzt wieder zurückfahren müssen und jetzt fahren wir wieder hier ab, wo wir praktisch jetzt immer zum Stand kamen und fahren jetzt in die Hausfeldstraße. So. Den bin ich eigentlich auch selten unterwegs hier.
Ja, wir sind schon längst abgefahren. Danke für die Info. Wenn du jetzt noch grün wirst, wäre ich dir sehr dankbar. Blinkt jetzt schon. Und dann dürfen wir endlich auch gleich los. Pelz- und Lederdesign. Huch. Wir hätten noch eins weiterfahren müssen. Kreigasse. Umsteigen zur Linie 24A in Richtung Invalidensiedlung. Was soll's? Machen wir eine Ehrenrunde. Oh, jetzt müssen wir uns hier wieder anstellen. Na toll. Das hat sie gebracht. Weißt du, erstmal schön mit Verspätung. Schon gewundert, warum es steht, ausgenommen Linienbusse. Oder Linienomnibusse. Da kann was nicht stimmen. Aber wenn man sich verfahren hat, weiterfahren. Ja, versuchen irgendwie zu wenden oder sowas. Nicht einfach auf der Straße stehen bleiben und den Rückwärtsgang reinknallen und so rückwärts. Ne, macht man nicht. Unfallrisiko. Dann nimmt man lieber nochmal eine Ehrenrunde in Kauf. Und dann passiert das. Es ist halt, wenn man nicht eingewiesen wurde vom Chef halt. Ne? Wenn du keine Linienführung hast. Keine Streckenkunde. Wie man immer so schön sagt. So, aber jetzt dürfen wir. Und bitte jetzt. Danke. Och, ich will nur grün haben. Danke. Wie gesagt, wir können es ja eh nicht ändern. Ja? Das bringt jetzt auch nichts, jetzt hier wie ein Kamel jetzt hier rumzubrettern, wie ein Kaputter. Ja? In der Regel ändert das sowieso meistens nicht viel. Das hat nicht. Okay, wir kriegen jetzt unsere Anforderungen. Weil es hier jetzt bloß gesperrt und geradeaus, aber hier steht nur Sprit links. Ich gehe einfach mal davon aus, dass ich hier trotzdem links fahren darf jetzt. So. Grüezi. Grüezi. Guten Tag. Also genau, wir mussten nämlich, sind nämlich da nämlich nach links, wenn wir die anderen jetzt hier fahren würden, müssten wir jetzt nach links fahren. Das machen wir jetzt aber nicht. Sondern wir fahren hier rum. Aha, danke für die schnelle Linienführung. Sehr geehrte Fahrgäste, wir bitten Sie, Ihren Sitzplatz anderen Personen zu überlassen, wenn diese ihn notwendiger brauchen. Wie gesagt, das ist natürlich Geschmackssache, muss ich immer dazu sagen.
ne, für eine Linie jetzt 25 Euro zu bezahlen. Meine Kevin Nitschmann macht jetzt ja aktuell nichts anderes, ne, der verkauft jetzt auch nur eine Linie. Jetzt mittlerweile auch schon ohne Bus, so wie wir es ja im Interview gehört haben. Allerdings ist das halt ein riesen Preisunterschied. Ne? Ich glaube, Kevin Nitschmann nimmt nur für den DLC 10 Euro oder sowas. Ja, und hier langt man halt mit 25 Euro. Ja, das ist natürlich schon eine Summe. Ich, wie gesagt, kann natürlich aber hier nicht sagen, wie realistisch das Ganze ist. Also, wenn, wie gesagt, wenn ihr Kurzstreckengrenze wisst jetzt, wie realistisch das Ganze ist, denn ja, schreibt es doch gerne mal in eure, hier in unsere Kommentare, nutzt da mal die Funktion dazu und dann sagt doch mal, ob das jetzt sehr realistisch ist oder ob das jetzt mittlerweile schon halt altbacken ist oder sowas, keine Ahnung. Ne, tobt euch da einfach mal aus. Was haltet ihr von solcher Preispolitik? Stellt euch mal vor, ihr hättet jetzt für jedes X10-Linie jetzt extra Geld bezahlen müssen oder sowas. Das wäre nicht gerade günstig gewesen. Ich bin eigentlich sowieso ein Freund von DLCs. Musst halt nichts installieren. Ne? Du installierst das einmal und dann ist alles drauf, was du brauchst. Du musst dir nicht eine Stunde lang da irgendwelche Sachen suchen, ja, zusammensuchen. Straße, Gewerbepark. Umsteigen zur Linie 27. Aber wie gesagt, bei sowas hier 25 Euro zu löhnen, das ist nicht gerade echt wenig Geld. Oh, hier wird jemand raus. Pardon, muss ich leider in der nächsten Haltestelle rauslassen. Tut mir leid. Hier oben ist meine Verspätung raus. Süßenbrunner Straße. Umsteigen zur Linie 83A, zur Linie 95B in Richtung Erzherzog Karl Straße, S-Bahn und zur Linie 96B in Richtung Zielbauer Platz. Tatsächlich jetzt nicht darauf geachtet. Stand okay an der Haltestelle, weißt du, da habe ich jetzt gedacht gehabt, okay, da will sowieso kann er aussteigen. Ja. Fehler gemacht. Hätte nicht passieren dürfen. Jetzt wird gerade eh rot. Können wir auch noch kurz an der Haltestelle warten, falls hier noch Nachzügler kommen oder irgendwie sowas. Sind ja netter, ne? Oh, wo ist das Auto gerade hin? Achso, der hat einen grünen Pfeil gehabt. Ah, alles klar. Dachte, es ist weggeploppt jetzt oder irgendwie sowas. Nee, der hatte denn einen grünen Pfeil. So, jetzt will ich nur gucken. Das ist jetzt wahrscheinlich hier links, ne? Gehe ich mal stark davon aus. Oh, jetzt haben die Fußgänger noch grün bekommen. Was ist denn los? So, jetzt blinkt es bei denen, jetzt können wir gleich weiterfahren. So schnell kannst du dir einfach mal eine Verspätung einfahren, ja? Wenn dann die Ampel nicht grün wird. Fantastisch. Hier Städten, Ort, Kurzstreckengrenze, umsteigen zur Linie 98A.
Ja, kommt rein. Hier ist ein Zoo. Ja, es lässt mich wieder keiner rein. Ist das unglaublich. Oh, er ist netter. Wahnsinn. Blumengärten hier spenden. Boah, nö, aber Bus wird nicht so voll wie beim letzten Mal. So, Leute, ich habe Vorfahrt, danke. Murergasse. Hallo. Tag. Hallo. Gladionenweg. Umsteigen zur Linie 95B in Richtung Weitenlee. Na gut. Ich kann natürlich jetzt hier nicht Ewigkeiten warten, wenn der nicht rüberläuft. Dann kann ich das leider nicht beeinflussen. Grüezi. Prinzgasse. So, da gesehen, wir sind ja auch schon wieder fast da. Endhaltestelle. Hallo. Hallo. Heidjörkel. Umsteigen zur Linie 96B in Richtung Neubreitenlee.
So. Ja, Kreisverkehre. Absoluter Traum in Omsi. Genauso wie Autobahnen. Guck mal, hier ist doch voll leer, ne? Es sieht aus, als ob hier Bäume uns was fehlen, ja? Das ist das halt, was ich meine, dass das halt so gefühlt total detailarm halt ausschaut. Gut, dann haben wir das also auch schon wieder durch hier. Dann haben wir uns die beiden Wien-Linien hier angeschaut. Das könnt ihr mir ja gerne in die Kommentare posten. Wie gesagt, wie ihr die beiden Linien fandet, welche euch besser gefallen hat und ob ihr sie euch kaufen würdet. Oder ihr sagt so, nee, um Gottes Willen. 25 Euro für eine Linie ist viel zu teuer. Umsteigen zur S-Bahn und zu den Zügen der ÖBB sowie zur Linie 97A. Bitte alle aussteigen. Wie gesagt, dann nutzt da gerne die Kommentarfunktion. Lasst es mich wissen. So, alles okay, perfekt, so muss das sein. 3,5 Minuten Pause hätten wir jetzt hier. Die KI wartet immer noch. Ja, das also so ist die 23A. Ich fand sie halt ein bisschen entspannter tatsächlich. Also sah auch ein bisschen detaillierter aus als die 24A, aber es kann auch echt getäuscht haben, weil die Fahrzeit nun doch schon extremst kurz ist. Ja, aber sonst, ja, bin ich echt mal auf eure Meinung gespannt. 50 Euro für zwei Linien, insgesamt Fahrzeit von nicht mal 50 Minuten, ob das halt gerechtfertigt ist oder nicht. Insgesamt kommen drei Busse mit dazu. Ich glaube, das sind allesamt Busse von MAN, halt mit den kompletten Innenausstattung der Wiener Verkehrsbetrieben. Aber wie gesagt, halt Modelle, die jetzt schon anno 1900 sind gefühlt, ja, also die sind schon sehr, sehr, sehr alt. Also ich glaube, dass die heute so nicht mehr in Wien unterwegs sind. Wie gesagt, ihr könnt jetzt gerne mal so euch austoben und mir mal sagen, was ihr so davon haltet und ob man nicht mal jetzt nach der gewissen Zeit nun doch günstiger anbieten könnte auf Steam, um halt vielleicht nochmal ein paar Verkäufe zu erzielen. Wie gesagt, nutzt ja gerne die Kommentarfunktion und wir sehen uns dann dementsprechend zur nächsten Folge wieder, wenn es wieder weitergeht mit Omsi 2. Ich bedanke mich, sage tschüss und bis zum nächsten Mal.